Hallo, ich bin Galina und ich werde Ihnen erklären, wie man Moos und Grünbelege an Hauswänden beseitigt. Sie benötigen dafür 3 bis 5 Liter Wasser, 100 Gramm Soda, etwas Kaliumpermanganat aus der Apotheke, Handschuhe, 250 Gramm Speisestärke, einen Schrubber, einen Spachtel, großer Eimer und einen großen Topf. Füllen Sie in einen großen Topf ca. 3 bis 5 Liter Wasser. Lassen Sie das Wasser aufkochen. In der Zwischenzeit vermengen Sie 250 Gramm Speisestärke mit so viel Wasser, dass sich ein flüssiger Brei ergibt. Nehmen Sie den Topf vom Herd und geben Sie in das Wasser das Kaliumpermanganat und das kalzinierte Soda. Geben Sie die angerührte Speisestärke hinzu und lassen Sie alles unter regelmäßigem Rühren einmal aufkochen. Nun füllen Sie die Masse in einen großen Eimer und treiben Sie die Masse mit einem Schrubber auf die Fassade. Lassen Sie die Masse 4 Stunden wirken. Nach den 4 Stunden Wartezeit können Sie nun die Fassade mit dem Hochdruckreiniger in kürzester Zeit komplett reinigen. Es kann aber sein, dass Sie ohne Hochdruckreiniger an einigen Stellen noch mit dem Schrubber nacharbeiten müssen. Auf jeden Fall werden Sie die hässlichen Belege so schnell recht einfach und kostengünstig los.